Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr und der Entscheidung über dieses Mandat ins 16. Jahr. Und deswegen sind natürlich die Fragen völlig berechtigt. Was hat dieser Einsatz bisher gebracht? Wie weit haben wir uns den Zielen angenähert, die wir formuliert haben? Und wo wird dieser Einsatz hinführen und wann können wir ihn beenden? Wir haben im Bereich, im Zusammenhang mit unserem Einsatz in Afghanistan eine ganze Reihe von Erfahrungen gemacht, die meines Erachtens gut aufbereitet worden sind und die eben in diese RSM-Mission eingeflossen sind. Wir haben vor 2 Jahren entschieden, dass wir nicht mehr in Kampfhandlungen tätig sind in Afghanistan, dass wir uns auf die Frage der Beratung, der Ausbildung und der Unterstützung der afghanischen Streitkräfte konzentrieren. Das konnten wir deshalb tun, weil wir in den Jahren zuvor tatsächlich es geschafft haben, sowohl bei der Polizei als auch bei der afghanischen Armee einen Ausbildungs- und Ausrüstungsstand zu erreichen, der es eben erlaubte, den afghanischen Streitkräften die Verantwortung Stück für Stück selbst zu übertragen. Und wenn wir auf dieses zurückliegende Jahr zurückblicken und es mit früheren Monaten vergleichen, so dürfen wir auch feststellen, wenn Sie zum Beispiel an den neuerlichen Versuch der Taliban blicken, die Stadt Kunduz einzunehmen im Norden Afghanistan, im Verantwortungsbereich der Bundeswehr, des alten ISAF-Mandats, dass dieser anders als noch wenige Monate zuvor erfolgreich zurückgeschlagen werden konnte, außer ein paar Handybildern der Taliban, eben nichts von einer Besetzung dieser Stadt zu verspüren war, sondern es den heimischen Kräften gelungen ist, die Sicherheit und Ordnung weitestgehend wiederherzustellen, dann zeigt das eben, dass wir natürlich noch nicht am Ziel sind, aber dass wir gut vorankommen. Und wir haben alle das Interview des deutschen Kommandeurs des Verbandes gelesen. Die Bevölkerung wünscht und dankt für dieses Engagement der deutschen Bundeswehr. Wir werden mit offenen Armen empfangen, eben auch, weil die Bundeswehr nicht nur in grüner Uniform und mit der Waffe dort steht, sondern weil die Bundeswehr eben auch zivile Hilfe möglich macht und was an Infrastruktur in dem Land sich entwickelt und was an Bildungsmöglichkeiten sich offenbart, darüber hat die Ministerin gesprochen, ist ganz beachtlich. Wenn wir auf die konkreten Defizite dieses Einsatzes blicken, müssen wir natürlich auch nüchtern feststellen. Die Zahl der getöteten Zivilisten in Afghanistan in den ersten 3 Quartalen des letzten Jahres im Vergleich zu den ersten 3 Quartalen dieses Jahres ist eben leider nicht zurückgegangen. Es sind jeweils rund 2.500 Zivilisten getötet worden. Die Terrorgefahr ist tatsächlich überall präsent, wie wir in Massar schmerzhaft erleben mussten am Generalkonsulat. Und ich schließe mich ausdrücklich dem Dank der Ministerin an. Wir haben alle, wir Obleute, haben stündlich verfolgt, wie die Situation sich in Massar entwickelt hat. Und wir haben den Eindruck, dass die Bundeswehr und ihre verbündeten Streitkräfte da sehr umfassend und sehr gut reagiert haben. Leider hat es Opfer unter der Zivilbevölkerung und Opfer unter den einheimischen Sicherheitskräften gegeben, die natürlich unter allen Umständen für Zukunft verhindert werden müssen. Es gibt natürlich ein Defizit an Good Governance in der Hauptstadt. Diese Regierung mit der Doppelstütze funktioniert nur höchst unvollkommen. Ein echter Hemmschuh für eine schnellere und bessere Entwicklung. Wir haben Pakistan, das nach wie vor ein Rückzugshort für Taliban-Kräfte, für terroristische Kräfte ist. Der pakistanische Premierminister muss aus unserer Sicht erst beweisen, dass er ein terrific guy ist. Also wir sehen ihn nicht als wirklichen Erfolgsfaktor in der Region an, sondern wir mahnen die pakistanische Regierung an, auch mehr gegen den Terrorismus in eigenem Land zu machen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir natürlich auch im Blick auf die vielen Afghanen, insbesondere jungen Afghanen, die außerhalb Afghanistans gegenwärtig leben, uns die Frage stellen müssen, was können wir tun, um diese jungen Menschen zu bewegen, in ihr Heimatland zurückzukehren und dort am Aufbau des Landes mitzuwirken. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn die ganzen Jungen und im Zweifel auch die besser Ausgebildeten, zum Beispiel die, die Englisch können, dann in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, sind 250.000 Afghanen leben in unserem Land. Wenn wir von denen sprechen, die abgeschoben, zurückgeführt werden können und müssen, dann sprechen wir nur von einem kleinen Teil. Ich glaube aber, dass es unter den anderen auch viele gibt, die mit entsprechenden Anreizen bereit und in der Lage sind, den Aufbau ihres Landes zu fördern und zu betreiben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da noch mehr Fantasie und Kreativität entwickeln, dass mehr von diesen Menschen auch tatsächlich ihr eigenes Land mit aufbauen.
Wir werden in die Beratung dieses Antrags mit großer Sorgfalt einsteigen. Wir werden in den Ausschüssen darüber reden. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion am Ende der Verlängerung des RSM-Mandats auch zustimmen wird. Herzlichen Dank. Abschließender Redner in dieser Aussprache ist der Kollege Florian Hahn für die CDU-CSU.